Das ist das erstaunlichste Abenteuer, das es je gegeben hat. Es ist die erregendste Geschichte, die je erzählt worden ist. Frei geboren, Joy Adamsons bezaubernde Abenteuer mit der Löwin Elsa wurden in 21 Sprachen übersetzt und von 50 Millionen gelesen. Nun ist das Buch mit seinen erstaunlichen Geschichten an Ort und Stelle des Geschehens verfilmt worden. In Afrika. Und so ist ein einmaliger Film entstanden. Geboren. Mit dem Himmel als Dach, mit der weiten Steppe als unbegrenzte Wohnung. Für die Jagd geboren, fürs Töten geboren. Frei geboren, für die Freiheit geboren. Vergessen wir aber nicht, dass Elsas Vater ein Menschenfresser. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich solche Anlagen vererben kann. Das kann Ihnen niemand beantworten. Elsa war eines von drei Waisenkindern. Sie wurde adoptiert und wurde wie ein Kind aufgezogen. Wie ein Kind, das man liebt und von dem man geliebt wird. Doch als das Glück auf seinem Höhepunkt war, wurde es mit einem Schlag zerstört. Um es kurz zu machen. Sie dürfen Elsa nicht mehr länger hier behalten. Es tut mir leid, aber Sie werden sich nach einem Tiergarten umsehen müssen, der Elsa nimmt. Ich möchte nicht, dass sie in einen Zoo kommt. Lieber lasse ich sie frei. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das wäre Elsas Todesurteil. Was geschieht, wenn ein Tier, das man mit aller Liebe großgezogen hat, einer ihm unbekannten Gefahr ausgesetzt wird? Wenn man es, nachdem es gezähmt ist, wieder ans Töten gewöhnen muss, damit es in der unbarmherzigen Wildnis überleben kann? Hör zu, es ist offensichtlich, dass sie es nicht schafft. Sie kann sich nicht selbst erhalten. Sie kann sich nicht mit ihren Artgenossen befreunden. Sie kann nichts, was ein Löwe können muss, um zu überleben. Was hast du gegen einen Zoo einzuwenden? Nichts weiter. Nur, dass sie dort nicht mehr frei ist. Ist Freiheit für sie denn so wichtig? Ja. Ja. Sie ist frei geboren und hat darum ein Recht auf Freiheit. Die Tochter! Nein, bitte, nein!